wir das Paket auf. Wenn wir sehen, was drin ist, dann finden wir vielleicht raus, für wen es ist. Und wenn nicht, können wir es selber aufessen, so lecker wie das riecht. Oh nein! Regel Nummer 89 sagt, dass nur der Empfänger das Paket öffnen darf. Ich habe zwar vergessen, wer das ist, aber er kann sich voll und ganz auf mich verlassen. Oh ja, das kann er. Wer wohnt denn noch am Teich und hat ein A in seinem Namen? Die einzige, die mir einfällt, ist... Doch nicht Thekla! Eine Spinne? Aus Sicherheitsgründen dürfen wir Spinnen ihre Pakete nicht persönlich übergeben, sondern nur ins Netz werfen. Ich hoffe, damit ist Frau Thekla einverstanden. Thekla ist nie mit etwas einverstanden, außer sie schläft. Hallo, Frau Spinne. Thekla, die Lilopo ist da. Wer unverschämt hat, meinen Mittagsschlaf zu stören? Ja, ich habe ein Paket. Ich werfe es Ihnen hoch. Ein Paket? Ah, ja, natürlich. Aber es ist zerbrechlich. Du musst es mir unbedingt geben. Komm nur herauf zu mir. Das ist gegen unsere Regeln, würdest du... Oh, nein, nein, nein. Mich kriegen da keine 10 Wespen rauf. Flieg von oben ans Netz heran und dann lässt du das Paket ganz vorsichtig von oben herab. Mach schon, bist wohl eine lahme Ente. Und keine Eilbotin, was? Halt auf alle Fälle eine Flügellänge Abstand. Das schaffst du schon, Franzi. Und das bei meinem ersten Auftrag? Oder wir machen es doch einfach auf. Regel Nummer 107, zeig nie, dass du Angst hast. Oh nein, Franzi macht die Augen zu. Hoffentlich fliegt sie nicht ins Netz. Ich mach auch die Augen zu. Weiter nach links, Franzi. Mach die Augen auf. Her mit dem Paket und die Botin gleich mit. Jetzt loslassen. Ich hab Angst. Dann flieg ein bisschen höher, Franzi. Hör nicht auf sie, runter mit dir. Puh, die Arbeit wäre mir zu aufregend. Mein Paket, jetzt ist es bestimmt kaputt. Oh nein. Probier es noch einmal, Franzi. Aber diesmal lass die Augen offen. Ja, wenigstens eins. Das andere darf Angst haben. Na gut, dann versuche ich's nochmal. Los, los, näher. Ich kann mich nicht so strecken. Mein Rücken her mit dem Paket. Uiuiui. Dalli, hab. Und du gleich hinterher. Gut gemacht, Franzi. Juhu. Danke, Freunde. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das ist nicht mein Geschmack. Der ganze Mut umsonst. Und jetzt? Avi, Ameisen.